Zu den berühmtesten Sahaba und Sahabiyat gehört Sumayyah radiyallahu anha. Sumayyah, wie Mujahid sagte, der Tabi'i, sie ist die erste Märtyrerin im Islam. Sie wurde umgebracht und das ist ein Familiendrama. Ich meine, ihnen geht es gut, sie sind im Paradies, aber man muss sich mal vorstellen, Vater, Mutter und Sohn werden gefoltert. Yasir, ein älterer Herr, seine Frau Sumayyah und ihr Sohn Ammar muss noch zuschauen. Und wird gefoltert. Nicht, dass er nicht gefoltert wird. Welche Qual ist das? Und hier, liebe Geschwister, Rasul sallallahu alaihi wasallam hat das ja mitbekommen. Oder hat er das nicht mitbekommen, dass die Gefährten gefoltert werden? Er war doch dabei. Und Mekka war jetzt keine Riesenstadt, wo du nicht mitbekommst, wo was ist. Rasul alaihi salatu wasallam lebte dabei. Und Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ist der beste Mensch. Und die Bittgebete des Propheten werden doch erhört, oder nicht? Alayhi salatu wasallam. Und die Sahaba waren doch die edelsten Menschen. Aber Sumayyah wurde nicht gerettet vor dem Tod. Ihr Mann Yasir wurde nicht gerettet vor dem Tod. Und das ist eine gewaltige Lehre. Noch einmal, die Sahaba mussten das durchmachen. Allah hätte sie retten können. Ein Dua, ja Rabbi, vernichte Mekka, Salam alaikum, Mekka ist weg. Also die Politik ist, oder nicht? Allah kann das. Allah hat das Volk von Nuh vernichtet und Pharaon samt seiner Armee vernichtet. Allah Azza wa Jal kann das. Aber warum musste Sumayyah sterben? Radiallahu anha. Weil es in Zukunft immer wieder eine Sumayyah geben wird, die unterdrückt wird. Und diese Sumayyah, die braucht ein Vorbild, damit sie es aushält. Also musste es eine erste Sumayyah geben. Und es musste einen ersten Yasir geben. Und einen ersten Ammar. Und einen ersten Bilal. Und wie sie alle heißen, die edlen Gefährten, weil es wieder Bilals gibt und Ammars und Yasirs, die unterdrückt werden. Das bleibt ja bis Yawm al-Qiyamah. Und wir brauchen Vorbilder. Stell dir mal vor, allen Sahaba ging es gut. Die haben nie einen Schmerz erfahren. Wie sollen wir dann Halt gewinnen? Wie sollen wir dann standhaft tanken, Standhaftigkeit? Also mussten sie diese Ausbildung zum Lehrer durchgehen.